Wir sind zurück mit bei und ich musste nebenbei, Entschuldigung, der Wortwitz bietet sich einfach an, ein bisschen umdisponieren, was die Reihenfolge der Videos angeht, denn ja, die Embargos in diesem Fall sind ein wildes Kuddelmuddel, um es noch höflich auszudrücken. Ich schreibe sie. So langsam aber sicher möchte ich dann doch mal darüber nachdenken, ob ich hier bessere Units haben kann. Die Kanaischen Speerträger. Weiß ich nicht, ob ich die haben will. Ich habe die Kanaische Elite-Vorhut. Und das ist die Kanaische Vorhut. Elite-Vorhut. Vorhut. Werteunterschied vorhanden. Allerdings liegt es hauptsächlich, glaube ich, daran, dass die Elite-Vorhut einfach noch nicht von einem höheren Level gesegnet ist. Weswegen ich tatsächlich darüber nachdenke, die normale Vorhut jetzt rauszuschmeißen und die Elite-Vorhut dafür reinzunehmen. Es sei denn, wir warten noch mal ganz, ganz kurz, bis hier noch bessere Units entstanden sind. Ich glaube, das ist das, was wir tun. Wir warten, bis hier noch mal bessere Units entstanden sind und dann wird das hier sich alles in Wohlgefallen auflösen. Hoffe ich. Tja, das hier werden wir immer noch nicht tun. Gut, wer hat sich denn noch nicht bewegt? Er hat sich noch nicht bewegt. Ich schicke ihn mal nach Zor. Haltet nach Feinden Ausschau. Dass hier mal so ein bisschen verteilt in der Landschaft rumstehen. Und du bist ja immer noch auf dem Weg hier, ne? Aber diese Runde wird das nichts mehr werden. Diese Runde wird das nichts mehr werden. Wir rücken also jetzt hier auf die nächste Position zu. Und der macht jetzt einen Ausfall. Ah, ganz im Ernst, das kann ich mir nicht vorstellen, dass er das gewinnt. Qualität der Einheiten schön und gut. Aber das alleine macht ja noch nicht alles aus. Oh, wisst ihr was? Boah, ist das geil hier. Hier kann man einfach alles das zumachen. Ist für meinen Stamm. Hier kann man einfach alles zumachen. Wir bleiben standhaft. Das ist voll mega gut. Willensstark. Willensstark. Und euch kann ich hier oben hinstellen zum drauf runterschleudern. Also ich kann da jetzt gerade eben aufgrund der Startposition nicht allzu sehr meckern. Hier kann man nicht mal durch. Okay. Jetzt müssen wir euch hier noch aufstellen, Freunde. Nummer 4. Nummer 5. Und wer ist das da? Ja, der gehört auch noch irgendwie zu dieser Nummer 1. Also der Feind kommt jetzt irgendwie von der Position an. Und wir werden uns jetzt einfach mal hier hinstellen. Und ihn hier erwarten. Und ganz im Ernst, ich glaube, ich werde einfach diese Position jetzt hier beziehen. Dann geht ihr dahin zum Werfen. Und ihr dahin zum Schleudern. Marschiert! Weil sie könnten natürlich auch hier rumgehen, aber das ist wiederum ein relativ weiter Weg und dann kann ich immer noch darauf reagieren. Die sind ganz schön schnell unterwegs. Das muss man denen lassen. Axtkrieger! Geschwindigkeit 34, Geschwindigkeit nur 25. Ja, okay. Ich sehe, was das Problem hier ist. Du schießt schon mal auf den da. Okay, ich muss die jetzt hier aufhalten, sonst erwischen die die. Warum? Okay, ihr krallt euch jetzt hier einfach. Hier brennt die Bude. Hier nach!
Wir sind unaufhaltsam! Bewegung, Krieger! Gebt niemals auf! Vorwärts, nach! Ihr bleibt an denen hier dran. Also die Schlacht brennt dann doch jetzt eher hier, habe ich so das Gefühl. Dann poppt mal jetzt hier rüber, Leute. Hier rüber, hier rüber, hier rüber. Ja, die metzeln sich jetzt hier schon ganz, ganz gut durch. Furchtlos! Steine, los! Sterbt! Ich bin ungebrochen! Geht vor hier. Gott, wie viele Wurfspeere muss ich denn werfen? Zu viele, wenn ihr mich fragt. Wir bleiben standhaft. Vorwärts, Marsch! Furchtlos! Ich schicke jetzt euch hier mal durch. Bewegung, ich muss die Fernkämpfer jetzt, wenn der Feind hier gebunden ist, mal in den Rücken des Feindes bewegen. Wir müssen außer Reichweite kommen. Durch, 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 durch. Streitwagen attackieren. Du schießt auf den. Du gehst da noch hin. Du jodelst dich jetzt hier noch mit drauf. Du greifst hier noch mit an. Bewegung, Krieger! Das ist alles nicht so cool hier gerade eben. Wurfspeere Kanaans! Bewegung, Krieger! Kämpft! Ihr kommt hier runter. Vorwärts, Marsch! Mir nach! Wir bleiben standhaft! Schlagt ihnen die Schädel ein! Ihr sollt nicht in den Nahkampf mit denen gehen, meine Fresse, ihr sollt ihn in den Rücken werfen. Zu Moloch mit euch! Entfesselt das Chaos! Okay, hier. Der General ist gestorben. Haha! Okay, das löst natürlich jetzt für mich alles im Wohlgefallen auf. Wir bleiben standhaft! Krieger von Kanaan! Gebt niemals auf! Lasst sie also die Einheiten sind teilweise schon ein bisschen überschätzt, glaube ich, von dem her, was sie am Ende wirklich leisten, würde ich mal behaupten. So stark wie in der Autoberechnung sind die Units in der Regel nicht. Oder auch in der Schätzung vor der Schlacht. Das ist die Beobachtung, die ich jetzt hier durchweg durch das Spiel bis jetzt gemacht habe. Wir werden nicht wanken. Shasu-Bogenschützen sind jetzt im Nahkampf. Die werden immer noch verfolgt. Also noch ist die Schlacht natürlich nicht vorbei, aber sie ist nahezu vorbei. Gebt niemals auf! Hier entlang, Brüder! Furchtlos! Verschwinden wir von hier! Wahrscheinlich sammeln sich noch mal ein oder zwei. Wir bleiben standhaft! Stürzt euch auf sie! Kämpft für eure Brüder! Löscht sie aus! Krieger von Kanaan! Oh, sehr gut, die habt ihr noch voll erwischt. Wir werden nicht tanken! Hier entlang, Brüder! Vorwärts, Marsch! So, noch mal werfen! Wurfspeere, los! Zack! Das hat wieder eine ganze Reihe jetzt hier weggeföhnt. Mit all eurer Kraft! Hört nicht auf zu werfen! So, schön weiterlaufen. Ja, die entkommen jetzt hier leider. Da kann ich nichts machen. Hier lang! Wir nach, Brüder! Ihr werft nochmal. Wusch! Marschiert! Und nochmal. Wusch, 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 wusch. Krieger von Kanaan. Da bleibt ja wieder mal kein Auge trocken, ey. Das war mal. Die haben sich gesammelt. Krass. Streckt sie nieder. Ich sage ja, die Schlacht ist noch nicht endgültig gewonnen. Aber jetzt so langsam aber sicher so gut wie. Der Gag ist, guck mal, die halten hier richtig krass gegen diese Keulenträger durch. Ah, jetzt ist vorbei. Wir sind unaufhaltsam. Ich werde hier nicht sterben. Krieger von Kanaan. Und wusch. Vorwärts, Marsch.
Sie waren schwach. Und gleich nochmal. Werft die Speere! Die haben sich aber saublöd jetzt gerade reorganisiert. Hier entlang, Brüder! Willensstark! Wo Speere los? Marschiert! Mir nach! Nee, da kriege ich keinen mehr zu fassen, glaube ich. Da mache ich nur zu viel Eigendamage. Immer stark! Marschiert! Ich kann ihre Angst riechen! Ja, wobei, die kommen jetzt ja auch nicht mehr ran. Probiert's. Yeah. Ja, viel erwischt hat das nicht. Nur verwundet. Ja, sind wir zufrieden mit dem, was wir haben. Also wie gesagt, wir hatten die Hügelposition, wir hatten die Überzahl. Ich hätte mir echt nicht vorstellen können, wie wir das hätten verlieren sollen. Mit jedem Tag werde ich mächtiger. So, Dille. Und jetzt? Ich fühle mich genau, wir sind stärker. Wieder dran. Der fühlt sich stärker, sehr gut. Sohn Kanaans. Ich glaube, wir geben jetzt hier mal ein bisschen Verlustverstärkungsrate aus, nachdem der jetzt hier schon diese Stufe erreicht hat. Genauso auch hier. Gefechtsausbeute. Ja, ich finde diese Hinterhaltsfähigkeit, auch wenn ich sie nicht sehr oft einsetze, aber sie hat ihre Momente. Macht ein Feuer! Also wir ziehen uns jetzt erstmal wieder auf unseren eigenen Grund und Boden zurück und regenerieren nochmal ein bisschen mehr. Wasser bleiben! Bis der Kollege Schnürschuh hier aufgetaucht ist, dann sind sie nämlich wieder zu dritt und dann ändert sich wieder alles. Der Zorn von Kanaan. So. 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 Ja. Das ist halt ein unfassbar weiter Weg, sind wir mal ehrlich. Das merkt man jetzt hier gerade eben. Da kommt wieder einer an. Der möchte Richtung Japo gehen. Sohn Kanaans. Wie mir scheint. Wir sind schnell wie Hirsche. Verteidiger Kanaans. Ja, dann gehen wir doch auch mal nach Japo. Haltet nach Feinden Ausschau. Jetzt muss ich bloß gucken, was der Rest von denen jetzt hier noch Herrscher macht. Herrscher machen Geschichte. Ich wie lange hält das noch? Sie. Zwei Runden. Bitte bereitet meine Gemächer vor. Immer noch zwei Runden, was der Bau hier dauert. Okay, dann können wir in Megiddo die Aufstufung auf Stufe 4 vornehmen. Ja, das machen wir. Wir gehen auf Stufe 4 hier hoch. Auch wenn es noch keine wichtige Stadt ist. Also keine Zivilisationssäule, aber wir nehmen es trotzdem mit. Und hier gucken wir mal, dass wir mal noch mehr Schweindall hier machen. Und schon ist die Runde wieder vorbei. Auf nach Turn 44. Jetzt bitte. Das Interessante ist ja, dass die Sea People halt jetzt trotzdem... Also die Sea People werden ja anscheinend, das ist so meine persönliche Beobachtung, ich kann es allerdings nicht fest sagen, ob das wirklich so ist, die werden getriggert noch bevor es zum Zivilisationsverfall kommt. Also ich habe das Gefühl, die sind unabhängig davon. Die kommen auch schon vorher. Nicht so wie angekündigt, dass sie dadurch getriggert werden. Also ich habe die halt einfach schon ganz, ganz oft gesehen, währenddessen wir noch quasi jetzt hier im Wohlstandsbereich waren. Und dann kamen die halt trotzdem, ne? Und sie scheinen auch jetzt trotzdem noch zu kommen. Obwohl wir wieder oben sind. Ich meine, wir sehen ihn hier ja. Ich verteidige meine Heimat. Das ist definitiv jetzt hier kein Geheimnis, dass der hier rumläuft. Bleibt zusammen. Die Falle ist gestellt. Wir stellen jetzt hier mal einen Hinterhalt. Wenn er blöde genug ist, fährt er hoffentlich drauf rein. Ich sehe alles. Tja, du gehst jetzt mal wieder da hoch und verlängerst mal hier nochmal deine Abos. Meine Zeit wird kommen. Ach, das geschäftige Treiben.
Fast hätte es geschafft. Hat nicht viel gefehlt. Also, Sichem kann den Tempel der Ashera verbessern. Und das wäre auch ein vernünftiger Move. Ganz im Ernst, das wäre ein vernünftiger Move. Dann haben wir tatsächlich schon mehr Verehrung von Ashera als von Thoth. Dann. Ja, auch Sichem. Aber die Frage ist, was kann ich bei Sichem jetzt hier noch machen? Ja, nix. Also bei Amon, sage ich jetzt mal, da muss eigentlich jetzt nicht mehr unbedingt eine Verteidigung rein. Aber was könnte man noch reinnehmen? Einfluss, Zufriedenheit. Na, das haben wir ja schon. Mehr Zufriedenheit, mehr... Also wenn, dann eher noch Einfluss. Der Einfluss ist hier noch nicht auf dem Wert, den ich gerne hätte. Ja, und schon sind wir wieder am nächsten Punkt. Ich kämpfe für meine Brüder. Ich habe vergessen, den zu bewegen. Oh Gott. Ich hasse alles. Sekunde bitte. So, jetzt sind wir wieder da und werden dieses Mal diesen Fehler nicht machen. Flubbedi, flubbedi, flub. Gewährt mir die Stärke eines Gottes. Ja, Wahnsinn. Und schon sind wir hier. Für den Stamm. Dann können wir die Runde beenden. Nein, brauchen wir nicht. Brauchen wir nicht. Danke. Das brauchen wir nicht, Freunde. Das ist unsinnig. Also die sind jetzt schon geil auf mein Gold, ne? Die sind schon geil auf mein Gold, das kann man schon so sagen. Wisst ihr, ich brauche jetzt eigentlich diese mega krassen Elite-Einheiten, die es im Spiel halt auch gibt, ne? Die halt auch am Ende Gold kosten. Die fehlen mir halt einfach komplett durch die Bank. Bereithalten, Brüder! Sohn Kanaans! Also, wir können jetzt die Stadt belagern. Und das werden wir jetzt auch tun. Für die Schlacht geboren. Wow, der kann ja richtig... Wie der bauen kann, wie ein junger Gott. Okay, Belagerung fortsetzen. Geduld, Brüder. Ich bin unerschütterlich. So, du stellst dich dahin. Du stellst dich dahin. Jetzt sind wir auf jeden Fall nicht mehr alleine bei der Attacke. Das ist ja jetzt schon quasi ein Sieg, alleine durch die zahlenmäßige Überlegenheit. Wir hungern sie aus. Es läuft also. Es läuft, wie es soll. Und in Sichem, da hören sie auf zu Sichem. Ja, Entschuldigung, ich habe euch gesagt, ich höre auf mit den Witzen. Ich kann einfach nicht. Gucken wir mal, dass wir dich jetzt hier wieder da reinkriegen. Ich schreibe sie. Jetzt haben wir bessere Units, aber es sind halt immer noch nicht die geilsten. Aber wir schauen mal, was es für welche sind. Ich lebe, um zu dienen. Also ihr seht, es sind schon einige einheimische Einheiten jetzt hier mit dabei, wie zum Beispiel jetzt hier die Kainäischen Schwertkämpfer-Veteranen. Aber was kosten mich 792 Stein? Ich meine, theoretisch kann ich mir das easy leisten. Ich werde mir einfach den Stein jetzt heranhandeln. Ich hoffe, ich kriege ihn irgendwo her. Haltet ihr euch für besser als uns? Ja. Sohn Kanaan. Aber danke, dass ihr fragt. Ich kann nicht behaupten, dass ihr mein Vertrauen habt. Aber ihr habt mein Wohlwollen. Ja, das ist mir völlig egal, also. Für 1000 Nahrung machst du das. Komm, da gibt's sicherlich Rabatt. Es gibt sogar krassen Rabatt, ich sag's euch. Für den Sieg. So, also wir haben jetzt schon gar schon fast den Stein zusammen. Wir beugen, ich höre zu. Mehr verspreche ich nicht. Der hat auch nochmal ein bisschen. Ich gebe dir mal 500. Ja, der will ein bisschen mehr. Gut. Na also. Dann kann ich jetzt hier nämlich in Gubla die besten einheimischen Truppen rekrutieren. Wir können uns auch gerade mal angucken, was das für welche sind. Bevor ich das jetzt hier einfach blindlings mache. Ne? Also das wären dann jetzt hier die berühmten kanaänäischen Schwertkämpfer. Die verbrauchen allerdings kein Gold.
Dann hier kananäische Schildträger-Veteranen, gepanzerte syrische Bogenschützen und gepanzerte kananäische Streitwägen. Das finde ich schon nice. Was wären eigentlich das hier? Kriegsbanden-Gedöns. Okay, und hier? Oh, kananäische Pirscher. Ich muss die mal gerade immer vergleichen. 32, 47. Ja, die sind wirklich nochmal next level. Das muss man mal so sagen. Die sind wirklich next level. Okay. Trotzdem hätte ich das gerne. Auf jeden Fall. Und ich bin am Überlegen, ob ich irgendetwas hier noch raus... Der Infanteriekomplex. Was bringt der mir nochmal? Die kananäischen Speerträger. Und die Vorhut. Ich glaube tatsächlich, dass ich dieses Gebäude hier entferne. Irgendwie kommt mir das sehr, sehr unsinnig vor. Dann machen wir lieber was anderes rein. Gut. Da gibt es sicherlich sinnvollere Dinge im Leben. Dum-di-dum-di-dum-di-dum. Und da kommt der Ausfall. Und der Ausfall ist für sie ein Reinfall. Ja, sogar ein richtig krasser Reinfall. Ich glaube, manche von euch wollen sicherlich diese Schlacht sehen. Also so hätten wir natürlich gar keine Chance. Aber der Gag ist, guck mal, hier kommt nochmal eine Verstärkung rein. Also das Beste ist eigentlich, was wir machen können, ist sofort diese Verstärkung dahin metzeln. Einfach sofort diese Verstärkung dahin metzeln. Und warten, bis unsere Verstärkung da ist. Nicht nachlassen! Da saß er. Ihr werdet leiden! Bewegung, Krieger! Ihr seid unaufhaltsam! So, ihr formiert euch. Hier lang! Kauft und verwüstet! Wir werden nicht wanken! Aufstellung beziehen. Hier hingehen. Krieger von Kanaat. Mir nach, Brüder. Für die Schlacht geboren. Ihr stellt euch da noch auf, ihr geht da noch hin. Ich meine, da hinten kommt auch was. Ich weiß jetzt schon, dass ihr die abhalten müsst. Ihr müsst die abhalten. Gehen wir! Oh! You can call this unglücklich. Gebt niemals auf! Krieger von Kanan! Okay, stell euch hier auf. Hier entlang, Brüder! Okay! Krieger von Kanaan! Furchtlos! Eieieiei! Gebt niemals auf! Wurfspeere! Los! Hier entlang, Brüder! Da prescht er was durch! Bewegung, Krieger! In den Kampf! Stürzt euch auf sie! Gebt niemals auf! Begrabt sie unter Steinen! Streckt sie nieder! Ihr müsst hier durchdrücken. In Bewegung setzen! Gebt niemals auf! Speere, los! Wurfspeere! Vorwärts, Mann! So, die fliehen, das ist gut. Wir ziehen weiter! Löscht sie aus! Marschiert! Schickt sie zum Mord!
Schon wieder so viele Schlachten gleichzeitig. Also gefühlt sind es immer mehrere Schlachten, die wir da durchschlagen. Begrabt sie unter Steinen. Steine los! Du musst näher ran, genauso auch wie du. Krieger von Kanaan! Die fliehen schon. Mit starkem Willen! Stellt euch im Tor! So. Marschiert! Da drauf. Streiter von Kanaan! Marschiert! Vorrücken! Mir nach. Immer stark! Mir nach! Flieht! Schlagt in die Schädel ein! Steine, los! Wurf bereit! Krieger von Kanaan! Ihr werft da jetzt rein. Ihr werft da rein. Ach kacke, die sind ja im Nahkampf. Ja, so war das nicht geplant. Also die Streitwägen sind King darin, einfach mal überall durchzupesen, ne? Das kann man definitiv mal mit Fug und Recht. Ach, warum rennt ihr da hin? So, der Streitwagen flieht. Das war wichtig. Begrabt sie unter Steinen! Immer stark! Mit all eurer Kraft! Vorwärts, Marsch! Jetzt greift ihr da an. Und da. Und ihr sollt da nicht hin. Ey, wie oft muss man denen das eigentlich noch sagen, dass sie das nicht machen sollen? Ihr greift hier noch mit an. Ihr da noch mit. Ne, warte mal, ihr. Marschieren. In den Rücken fallen. Folgt mir! Mir nach! Die Schlacht bleibt noch komplett offen auf Augenhöhe, ich sag's euch. Krieger von Kanaan! Furchtlos! Hier entlang, Brüder! Wurfspeere, los! Oh shit. Willensstark! Vorwärts, Marsch! Oh shit. Da kommen sie von hinten. Ich bin pure Gewalt. Wir werden nicht wanken. Streiter von Kanaan. Der soll jetzt endlich fliehen, ey. Nase voll von ihm. Wir sind unaufhaltsam. Dann los. Oh no. Willensstark. So langsam gewinnen wir sowas wie die Oberhand hier. Ja, 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 das sieht gut aus. Bewegung, Krieger! Setz die Schleudern ein! Setz die Schleudern ein! Steinigt sie! Das sieht gar nicht gut aus. Autsch! Wir sind unaufhaltsam! Sterbt! Das hat die halbe Einheit vernichtet. Also ihr verfolgt jetzt hier nochmal weiter. Ihr müsst jetzt da noch rüber. Setzt die Schleudern ein. Möge Baal uns retten. Dann los. Lasst sie bluten. Wir sind unaufhaltsam. Ihr müsst hier noch stellen. Ihr könnt auf hier noch werfen. Mit all eurer Kraft. Immer stark. Begrabt sie unter Steinen. Diese Hitze ist Molochs Werk. Ja, aber ich glaube... Ja, wir haben es schon so gut wie gewonnen. Auf Befehl des Stammes. Stürzt euch auf sie. Immer stark. Ich bin unaufhaltsam. Legt die Falle! Werfen! Wirklich viel bringen wird es jetzt nichts, aber oh, wir haben es geschafft, sie auch zu schlagen. Sehr wie gut. Sollen wir siegen? Ihr braucht gar nichts siegen, wenn ihr mich fragt. Krieger von Kanaan! Das Dröpslein ist hoffentlich jetzt gelutscht.
Na, also Überzahl allein ist kein Vorteil, aber Masse ist eine Klasse für sich. Das haben wir jetzt hier einfach gesehen, ne? Das haben wir einfach gesehen. Für die Schlacht geboren. Löscht sie aus. Lasst sie bluten. Metzelt sie da nieder und singet eure Lieder. Auch wenn sie sicherlich düster sind. Okay. Wir haben sie ausgelöscht. Die fliehen hier noch. Wir sind unaufhaltsam. Oh Gott, das ist gerade Friendly Fire aus der Hölle. Lass das mal besser sein. Okay, wir haben es geschafft. Wunderbar. Alles gut. Wir haben dabei nicht mal eine Einheit verloren. Das ist gut. Wir holen uns auf jeden Fall die Flussverstärkung für den Sturm auf die Festung. Und der könnte jetzt sogar schon stattfinden, weil ich glaube, die haben jetzt hier komplett ihre gesamte Kampfkraft aufgebraucht. Viel kann es da nicht mehr geben, wenn ihr mich fragt. So, wir schauen es uns mal an. Moloch mit euch. Ja, also wir haben... Also wir würden hier auf jeden Fall eine Einheit komplett verlieren. Aber ich bin bereit, dieses Schicksal von innen hinzunehmen. Wir sind der Stolz Kanaans. Nur Nahrung? Soll mir recht sein. Wir besetzen den Laden einfach nur, ohne ihn zu plündern. Und dann werden wir beim nächsten Mal uns darum kümmern. Sehr schön. Wir sind auf jeden Fall soweit, jetzt hier auch Ashkelon dadurch jetzt hier ins Visier zu nehmen. Ne, wie ihr sehen könnt, wem gehört denn das hier eigentlich? Ach, das ist gehört Ramses. Also Ashkelon wird auf jeden Fall unser nächstes Ziel. Aber erstmal müssen sich jetzt hier ein paar Truppen regenerieren. Oh, und die können Einheiten hier. Ja, Ich glaube, ich nehme hier Jungs mit zwei Handwaffen. Meine Armee wächst. Danke für eure Aufmerksamkeit. Macht's gut, schöne Zeit. Tschüss und Ade.